Gott ist ein Gott, der Einfluss nimmt auf unsere Herzen. Und heute wollen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema des Herzens auseinandersetzen. Oder sagen wir, da ist ein Mensch und der hat ein Herzen. Ich mache jetzt das mal so ganz klassisch mit diesem Herzzeichen. Und Gott nimmt Einfluss auf die Herzen. Ja, die Bibel spricht noch häufig vom Herzen, nur es ist nicht ganz so abgegrenzt. Also die Bibel sagt nicht, das Herz ist das. Ja, das Herz ist ein Ausdruck des Inneren des Menschen, das schon, aber viel mehr sagt die Bibel dann doch nicht. Es ist nicht so scharf abgegrenzt und darum spricht man vielleicht auch ein bisschen wenig über die Herzen. Dabei ist es doch gerade Gott, der mit unseren Herzen Heilsgeschichte schreibt. Etwas ganz Spezielles. Ich denke da zum Beispiel an Apostelgeschichte 16, Vers 14. Eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Eigentlich ganz ein komischer Vers. Also sind nicht wir es, die wir doch für Christus uns entscheiden. Und jetzt kommt da Paulus und sagt nein, oder er predigt und jetzt wird sichtbar. Offenbar geschieht da etwas anderes in der unsichtbaren Welt. Da ist Gott und dieser Gott nimmt Einfluss auf die Herzen. Ja, also bin nicht ich es, der jetzt entschieden habe, bei Gott zu sein? Ja, diese Bibelstelle zeigt uns, nein, es ist Gott, der den ersten Schritt gemacht hat. Und irgendwie macht das uns klein. Nicht ich bin es. Nein, es ist Gott, der hat als erstes gewirkt. Nein, warum ist das so? Weil der Mensch in einem Loch drinnen ist. Der Mensch von sich aus, der kann sich gar nicht Gott zuwenden. Der Mensch ist so weit von Gott weg, weil der Mensch durch und durch sündig ist, dass er so nicht zu Gott kommen kann. Also da muss Gott von sich aus zuerst einmal den ersten Schritt tun, dass der Mensch überhaupt erkennt, da gibt es ja einen liebenden Gott. Es beginnt also immer zuerst mal bei Gott. Und jetzt sendet dieser Gott Signale, Signale der Liebe. Zum Beispiel können wir durch die Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Oder Gott ist der, der uns versorgt. Er lässt eben das Korn wachsen. Er ist der, der uns immer wieder Freude ins Herz gibt. Und so kommt Gott mit einem Schwall von Liebe zu uns. Und dort, wo wir merken, da ist ja Licht in der Finsternis, da ist ja dieser liebende Gott, da wird sich der Mensch Gott zuwenden. Klar, es ist dann die Entscheidung des Menschen. Ja, ich habe jetzt Ja gesagt, aber eigentlich ist es nur das Reagieren auf Gott. Man sagt eben in der Theologie, es ist die vorlaufende Gnade Gottes. Also da war schon Gnade da, bevor ich überhaupt Ja zu ihm gesagt habe. Das ist so das Wesen Gottes. Und jetzt, wenn wir uns Gott zuwenden, dann geschieht ein ganz großes Werk da in unseren Herzen drinnen. Ein Werk, das bereits Jeremia, der Prophet, im 31. Kapitel vorausgesagt hat. Eine Stelle, die im Hebräer 8, Vers 10 zitiert wird. Und da steht, das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben. Ah, jetzt kommt etwas ganz Neues. Das, was für Israel prophezeit war, wird jetzt hier im Neuen Testament auf alle Gläubigen bezeichnet. Und jetzt heißt es da, dass in das Herz hinein das Gesetz geschrieben wird. Oder wenn ein Mensch sich bekehrt, dann beginnt von dem Zeitpunkt an Jesus im Herzen drinnen zu wohnen. Jetzt wohnt Gott in unseren Herzen drinnen. Und mit diesem Gott, der jetzt in unseren Herzen drinnen ist, ist auch das Gesetz in unsere Herzen hineingeschrieben worden. Und jetzt beginnt ein total spezielles Werk. Jetzt beginnt die Frucht des Geistes zu wachsen. Also der Heilige Geist, der da drinnen ist, beginnt jetzt seine Wirkung zu entfalten. Das Innerste, das ist jetzt komplett neu durch die Wiedergeburt. Aber außenrum bin ich ja noch derselbe, rein körperlich. Ich bin da immer noch in einer vergänglichen Welt drinnen. Aber jetzt soll das Innere Einfluss gewinnen nach außen.
Das ist jetzt ein Veränderungsprozess, den Gott mit uns tut. Wir lernen seine Gebote halten von innen her. Oder früher im Alten Bund war es so, da war einfach der Druck des Gesetzes da. Streng dich ein bisschen an, mach das. Nee, das geht nicht. Und das Neue jetzt ist, dass das Gesetz in unsere Herzen hineingeschrieben wird und er jetzt von innen her bewirkt, dass wir die Gebote halten. Seine Gesetze werden immer mehr meine Gesetze. So dass ich bei immer mehr Geboten sagen kann, stimmt, ja, ist auch meine Meinung. Ja, das ist etwas Gutes. Jawohl, das will ich auch umsetzen. Dann ist es nicht mehr ein Müssen, du musst das Gesetz halten, ich will ja eigentlich gar nicht. Sondern dann ist es etwas, was von innen her bewirkt wird, wo ich innerlich dann sagen kann, stimmt, das ist auch meine Meinung, das will ich auch tun. Die Frucht des Geistes beginnt zu wachsen. Seine Gebote werden die unsrigen. Also durch die Wiedergeburt ist etwas komplett Neues entstanden. Früher waren wir im Loch drinnen und jetzt geht das Loch weg. Jetzt sind wir frei. Er hat uns versetzt in sein Reich, Kolosser 1,13. Jetzt bin ich in diesem Neuen, was Gott eben geschaffen hat. Das Innere wurde komplett erneuert. Ich habe jetzt einen neuen Stand in Christus. Innerlich ist es bereits neu, auch wenn außenrum noch nicht alles sichtbar ist. Aber das Innere beginnt Einfluss zu nehmen, auch auf das Äußere. Jetzt merken wir, in der Heiligung drinnen sein, also unsere Veränderung, immer mehr so zu werden wie Jesus, das ist nicht ein Druck, sondern das ist die Folge von dem, was Gott innerlich getan hat. Gott ist es, der uns verändert. Wir merken also, die Betonung in der Bibel liegt ganz stark beim Inneren des Menschen. Die Welt, die würde eher von außen her kommen. Ja, und jetzt geht es aber noch eine Stufe weiter. In Sprüche 21, Vers 1 lesen wir, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Das ist auch wieder interessant. Oder auf der einen Seite hat Gott schon vor unserer Hinwendung Einfluss auf das Herz genommen. Dann hat er die eigentliche Wiedergeburt im Herzen geschaffen. Aber jetzt auch nachher als Gläubige ist es immer noch so, dass er Einfluss nimmt. Gott nimmt Einfluss auf unsere Herzen. Oder das merken wir zum Teil nicht einmal. Wir haben vielleicht sogar das Gefühl, Gott ist weit weg. Nein, er ist am Wirken, er hat Einfluss und jetzt lenkt er unsere Wege. Ja, wie macht jetzt das Gott? Ja, die Bibel sagt uns, wir haben es gelesen, dass das Gesetz in die Herzen hineingeschrieben wird. Und dieses Gesetz, das jetzt in unseren Herzen drinnen ist, nimmt Einfluss, das heißt, wir bekommen eine neue Werteprägung. Gott legt seine Werte in unsere Herzen hinein. Das, was Gott wichtig ist, das wird jetzt in uns hineingepflanzt und wird auch uns immer wichtiger. Wir haben neue Werte erhalten gegenüber dem, was vorher eben gewesen ist. Und jetzt kann ich da punktuell schon einmal abweichen. Ich kann schon sagen, im Herzen drin habe ich zwar die Werte, aber ich mache jetzt bewusst mal eine Sünde. Ja, das kann ich schon. Viele Teenager, viele Jugendliche machen so grundsätzlich mal so ein Exkurs. Ja, die haben schon die Werte vielleicht schon von Kind in das Herz hinein erhalten. Jetzt probiert man mal etwas aus. Aber weil die Werte eben im Herzen drinnen ist, zieht es uns wieder zurück. Und das ist das, was Gott tut. Er zieht uns immer wieder zu sich. Ich habe neue Werte erhalten und die sind mir wichtig. Die möchte ich umgesetzt haben. Und jetzt lenkt Gott. Auch wieder so eine komische Aussage, wo wir doch sagen, ja nein, ich entscheide doch. Ich habe doch einen freien Willen. Ja, unser Wille, der ist halt auch mit der Schöpfung mitgefallen. So frei sind wir gar nicht. Ja, geschweige denn, wir haben ja gar keine Übersicht über all dem, was geschieht. Wir können doch sehr dankbar sein, dass Gott eben unser Leben steuert. Er hat einen Plan, indem er seine Werte in unsere Herzen hineinlegt und damit steuert er unser Leben. Wir merken immer mehr, ja, das, was ihm wichtig ist, das wird auch mir wichtig und damit steuert er. Wir sind also angewiesen, dass er uns führt. Oder wir sind da auf dem Weg, jetzt sind wir da unterwegs und er leitet uns im Alltag drinnen. Durch seine Werte. Lassen wir uns also führen.
Ja, manchmal sind die Pläne nicht so sichtbar. Und ich verstehe es nicht, warum macht er es so? Und warum bin ich jetzt in die Sackgasse gekommen? Ja, das liegt dann daran, dass ich noch zu wenig verstanden habe, wie meint das Gott mit diesen Werten? Und dann ist mir der Plan Gottes gerade nicht offenbar. Ja, das kann es geben. Da geht vielleicht auch mal etwas Bach ab. Aber weil es eben Gottes Werte sind, dient am Schluss alles zum Guten mit. Und das ist das Grandiose. So, Gott führt uns. Er führt uns aber nicht nur im Leben, sondern Gott führt uns insbesondere auch, was den Dienst in seinem Reich oder eben in der Gemeinde betrifft. Ich nehme dazu von Paulus 2. Korinther 8, Vers 16. Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Das ist auch so eine spannende Bibelstelle. So, da sind die Korinther. Und jetzt sagt da Paulus, dass Gott selber einen Eifer für die Gemeinde ins Herz hineingegeben hat. Warum ist also Titus dermaßen hingegeben und kämpft für das Wohl der Gemeinde? Weil Gott in das Herz von Titus seine Werte hineingelegt hat. Und das hat der Titus dermaßen übernommen, dass er will für Gott etwas tun. Er ist so richtig ein Eiferer für Gott geworden. Wenn das Gott wichtig ist, dann möchte ich das auch. Warum ist das da in Korinth so nicht umgesetzt? Und jetzt sprudelt es aus ihm heraus. Und wir merken, Dienst, das ist nicht ein Müssen. Ah, ich muss Gott noch dienen, eigentlich will ich ja gar nicht. Nein, wenn Gott am Wirken ist und seine Werte in uns drinnen Raum erhalten, dann möchte ich, dass diese Werte umgesetzt sind. Dann wird es mich zu stören beginnen, wenn das, was Gott tut, nicht umgesetzt ist. Und dann werde ich eifern für Gott. Ja, so war es bei Titus. Ihm musste man nicht sagen, du solltest mal für Gott etwas tun. Sondern er wollte, dass es getan ist, weil es eben die Sache von Gott ist. Und da merken wir, Dienst, das ist nicht ein Müssen, das ist nicht eine Mühsal. Sondern dort, wo wir in dem drinnen sind, was Gott am Tun ist, da werden wir selber aufblühen. Denn dann wird das, was uns wichtig ist, auch gegen außen wichtig. Und dann ist das etwas, was uns antreibt. Hey, wenn wir den Dienst von dieser Seite her sehen, dann kann auch mal etwas menschlich ungut laufen. Ja, wir können es trotzdem tragen. Weil wir tun es für Gott. Weil er das Innere verändert hat. Weil ich neue Werte habe. Und deswegen tue ich etwas. Nicht, weil außenrum immer alles gut läuft. Also, jetzt können wir tragen. Jetzt kommt da noch etwas dazu. Paulus sagt in 2. Thessaloniker 3, Vers 5, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes. Das ist auch spannend. Hey, es ist sogar der Herr, der uns hilft, dass meine Liebe zu ihm erhalten bleibt. Also selbst das ist ein Werk, das Gott tut. Warum? Er gibt mir neue Werte ins Herz. Und weil er jetzt in mir drinnen wohnt, zieht es mich immer wieder zu Gott. Hey, selbst das ist nicht ein eigenes Werk. Selbst das ist ein Geschenk von ihm. Er zieht mich zu ihm. Oh, wie schnell sagen wir menschlich zueinander, du musst Gott mehr lieben. Naja, das wollen wir vielleicht als Eltern, dass die Kinder mehr das tun, was wir gerne hätten. Nein, nein, Glaube ist nicht ein Müssen. Sondern Glaube bedeutet, innerlich ist eine Veränderung geschehen und jetzt gewinnt Gott Raum, er zieht mich zu sich. Völlig entspannt. Paulus ist da den Thessaloniker gegenüber voller Zuversicht, dass Gott sein Werk in den Gläubigen tut. Ja, vielleicht würde uns manchmal auch eine gewisse Portion Gelassenheit guttun. Gott ist es, der wirkt. Gott ist es, der wirkt. Das ist nicht unser Superprogramm, weil wir so ein gutes Programm haben, so eine gute Performance haben und so weiter. Deswegen tut Gott etwas. Nein, es ist umgekehrt. Gott wirkt. Und wir setzen den einfach noch ein bisschen um. Ja, ja, klar. Aber es ist Gott. Gott zuerst. Jesaja hat sogar gesagt in Jesaja 63, 17, warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten.
Hey, für Jesaja ist es offenbar so, dass er und ganz Israel dermaßen in der Hand Gottes drinnen ist, dass sogar, ich sag mal, die Sackgassen im Wege Gottes sind. Warum lässt du uns da in die Sackgasse führen? Und im Nachhinein merkt er dann, weil eben selbst da sein Wirken von Gott ist. Denn manchmal verstehe ich ja nicht, warum sind die Werte Gottes so anders, wie ich meine? Und dann gerate ich in eine Sackgasse, weil ich das nicht umsetze. Das heißt, immer dort, wo eine Sackgasse ist, ist es eigentlich der Ruf von Gott, komm näher zu mir. Ich habe da noch etwas Besseres. Du hast es noch nicht ganz verstanden. Da bist du noch deine eigenen Wege gegangen. Sackgassen sind eigentlich positiv, weil wir erkennen, hey, es ist nicht mein Weg. Es ist immer der Weg von Gott. Und Gott ruft uns. Und darum sind wir nicht verloren, wenn mal eine Sackgasse da ist. Sondern Gott führt, er hat seinen Plan. Und jetzt ruft er uns wieder zu sich. Statt also gegen Menschen zu kämpfen, warum ist mir das geschehen? Das war ungerecht. Oder gegen Gott zu kämpfen, der ist ungerecht. Vielleicht lohnt es sich, wieder mal zur Ruhe kommen und hören, Herr, was möchtest du mir sagen? Warum bin ich da in dieser Sackgasse? Könnte es sein, dass du Werte hast, die ich noch nicht verstanden habe? Und wir kommen neu zu Gott. Nun, wenn man all diese Bibelstellen liest, hat man das Gefühl, na, das wäre ja schön, aber müssen wir nicht auch etwas tun? Oder ist es richtig, dass wir uns einfach zurücklehnen und ja, der Herr macht ja alles? Ja, wir haben gesehen, Gott nimmt Einfluss auf unser Herz. Aber es gibt auch eine andere Seite, tatsächlich, zum Beispiel Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also Gott nimmt Einfluss auf unser Herz, wir selber aber auch. Und jetzt sollen wir darauf achten, dass wir unser Herz behüten. Also ich möchte es mal so darstellen, dass wir diesem Geist, der in uns drinnen ist, genügend Raum geben. Dass er Platz hat, dass sein Geist nicht niedergedrückt wird. Denn es kann eben auch das andere entstehen, dass wir uns Menschen gegenüber verschließen. Und dann sagen wir, da ist jetzt so ein Mensch und der verschließt sein Herz, macht zu. Und jetzt sagt uns die Bibel, wir sollen darauf achten, dass das Herz offen bleibt, weich bleibt und nicht verhärtet. Und das ist eine Aufgabe, die wir haben. Gott tut ganz vieles von sich aus. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir unser Herz behüten. Sonst wird das Herz hart, dann wird es verschlossen. In Matthäus 19 bringt Jesus das Element des verschlossenen, des harten Herzens in Matthäus 19 im Zusammenhang mit der Ehescheidung. Sicher nicht der einzige Grund, aber man kann das Herz so verschließen, dass Gott keinen Raum mehr drinnen hat. Dass seine Werte so niedergedrückt werden, dass Gott nicht mehr atmen kann in dem Sinne in meinem Herzen drinnen. Wir sollen auf unser Herz achten. Also Gott oder die Bibel fokussiert das Innere des Menschen, dass wir gut auf das Innere achten. Ja, die Welt macht das anders. Oder die Welt, die sieht mehr von außen und das prägt uns auch. Dann sind wir da gefüttert von dem, was denken die Leute. Oder so Reality-Shows und so weiter, da geht es immer darum, was hast du zu bieten? Wer ist hübscher? Wer ist stärker? Wer kann mehr bieten? Ja, das ist das, was läuft. Nur was geschieht jetzt damit? Ja, da sagen wir, da ist ein anderer Mensch. Und jetzt bin ich von der Welt her getrimmt, auf das Äußere zu sehen. Dann werde ich die andere Person mit den äußeren Augen ansehen. Und dann beginne ich zu vergleichen. Soziale Medien oder all die schönen Fotos, die da präsentiert werden. Ja, was passiert, wenn ich mich vergleiche mit anderen? Wow, der hat das. Und der hat da Ferien in dieser schönen und so weiter Villa oder wie auch immer. Wir vergleichen, aber das tut uns nicht gut. Oder dann wird der Mensch unzufrieden. Die Welt trimmt uns, dass wir uns äußerlich beurteilen und deswegen werden wir letztlich unzufrieden, weil wir dann immer irgendwie zu wenig haben. Ich denke da zum Beispiel an König Saul. Von ihm heißt es im 1. Samuel 18, Vers 8, da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm
Und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Ja, was war geschehen? Der Saul, der hat äußerlich den David gesehen und gemerkt, der kommt besser an. Er hat sich verglichen und jetzt geht's ihm schlecht. Jetzt hat er Mühe, jetzt hat er Angst mit seiner Position. Ja, das ist so sein Ding. Er hat auf David gesehen, statt auf sein Herz. Die Bibel ruft uns aber auf, dass wir das Herz bewahren sollen, dass wir innerlich geschützt sind. Und ich möchte es mal so sagen, dass unser Herz synchron mit dem Herzen von Gott schlägt. Was ist dann der Herzschlag von Gott? Also, welche Werte hat Gott? Was ist Gott am wichtigsten? Und da merken wir, ah doch, das steht ja in der Bibel, sein Doppelgebot, Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst. Das sind zwei Kernwerte von Gott. Ja, wenn Gott diese Werte hat, dann hat er diese in unsere Herzen hineingelegt. Uns ist also wichtig, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Ja, aber wie macht der Mensch das, oder? Wenn er da immer in der Konkurrenz drinnen ist, dann läuft das nicht. Gott sagt, du, ich habe gesagt, den Nächsten lieben. Ich habe euch in eine Gemeinschaft hineingestellt. Einer der ganz zentralen Werte von Gott, das ist die Gemeinschaft. Das untereinander, das miteinander gehen. Das sich nicht als Konkurrenz sehen, sondern sich als Ergänzung zu sehen. Ja, dann wird die Welt anders. Dann kann das umgesetzt sein, was Gott gesagt hat, liebe deinen Nächsten. So, jetzt sind wir da in der Gemeinschaft drinnen. Jetzt haben wir Vertrauen. Jetzt können wir das Herz miteinander teilen. Das ist Gott wichtig. Und jetzt wird das persönlich. Es wird echt. Es geht tiefer, unsere Gespräche. Oder wir als Menschen denken, ich habe alles, ich mache es selber. Wir sind da sehr auf die Sache ausgerichtet. Gott sagt, nein, Gemeinschaft ist wichtig. Da hat vielleicht jemand eine super Karriere gemacht, Jahrzehnte gut gearbeitet, sachlich alles im Griff. Aber am Ende hat er keine Freunde. Er bleibt alleine, weil er nicht auf die Gemeinschaft gebaut hat. Das ist aber ein Kernwert von Gott, dass wir auf Gemeinschaften bauen. Ja, noch mehr. Nicht nur gute Dienstbeziehung zu haben, sondern mit einigen Menschen sogar eine wirkliche Freundschaft zu haben. Freunde sind ganz, ganz wichtig. Denn Freunde begleiten uns. Wenn wir nur auf die Sache bauen, sind wir am Schluss alleine. Und Gott sagt Gemeinschaft. Gott sagt den Nächsten lieben wie sich selbst. Freundschaften zu pflegen. Das heißt Zeit miteinander verbringen. Freundschaften, die baut man nicht von einem Jahr auf das andere. Sondern das ist etwas, was sich über Jahre, Jahrzehnte aufbaut, weil ich immer wieder mir die Zeit genommen habe, mit dieser Person zusammen zu sein. Oder mit einem anderen Ehepaar. Freunde sein, Freundschaften bauen, Zeit miteinander verbringen, dass die Gespräche tiefer werden, offener werden. Wo ich mal meine Früste abladen kann, meine Enttäuschungen, weil ich weiß, der andere versteht mich, der hat ja auch. Und jetzt können wir miteinander austauschen. Und man wird getragen im Leben. Wir merken, die Liebe zu Gott ist ganz nahe gekoppelt mit der Liebe zum Nächsten. Nahe bei Gott sein heißt auch nahe bei den Menschen sein. Und das sind Werte, die Gott in unsere Herzen hineinlegt. Nahe zu Gott und nahe bei den Menschen zu sein. Und darum können wir jetzt uns unterwegs auf dem Weg immer wieder fragen, ja, wie nahe bin ich jetzt gerade bei Gott? Und vielleicht erzeigt sich's darin, wie nahe bin ich gerade bei den Menschen. Stimmt das überein? Oder der Mensch, der zieht sich dann manchmal eben zurück. Und Gott sagt, komm, seid ihr bewusst, dass wir da nahe Beziehungen haben könnt. In Hebräer 3, Vers 12 steht, seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses und ungläubiges Herz habe. Ja, man kann das Herz verschließen. Und dann nimmt man Abstand von Gott, dann verschließen wir unser Herz. Nur wenn wir Abstand von Gott haben, dann wird auch unser Glaube klein. Und wenn der Glaube klein ist, dann kann ich nicht mehr richtig die Stimme Gottes hören. Dann hat ja das eine Einfluss auf das andere. Oder aber wir sagen, nein Herr, ich will immer wieder offen sein. Ich will immer wieder zu dir kommen. Ich möchte immer wieder hören. Ich möchte darauf achten, dass mein Herz nicht hart wird.
Und dann werden wir aber umgekehrt auch erleben, wenn wir immer wieder zu Gott gehen, dann merken wir, je näher wir bei Gott sind, umso mehr zieht es uns zu Gott. Das ist dann eben sein Wirken. Dann ist es nicht mehr ein Müssen, sondern wenn ich in Gott bin, dann ist es mir dort am wohlsten. Und dann zieht mich die Sünde auch nicht mehr. Oder immer weniger. Denn bei Gott ist es am schönsten. Und jetzt tut Gott sein Werk. Hebräer 13, 21. Er mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Hey, Gott bewirkt es, dass wir nahe bei ihm sind. Er zieht uns immer wieder zu sich. Meine Aufgabe besteht eigentlich nur darin, dem nachzugeben. Immer wieder diese Nähe zu Gott suchen. Immer wieder zu sagen, ja Gott, du sollst tatsächlich immer wieder Mittelpunkt sein. Jesus, ich möchte wieder näher zu dir kommen. Und dann hat das vielleicht nicht heute und morgen Auswirkung. Aber schon nach einer Woche wirst du es merken. Dort, wo du nahe bei Gott bist, wo du das Gott gegenüber ausdrückst, wo du in seiner Liebe drinnen bist, dann wird es immer einfacher, in seiner Gegenwart zu sein. Er schafft in uns, dass wir auf ihn ausgerichtet sind und seinen Willen tun. Oder es ist so wie beim Gärtnern, das Unkraut, das kommt von alleine. Aber wenn wir etwas bewirken wollen, dann müssen wir säen. Und jetzt geht es darum, dass dieser Same ausschlagen kann, dass die Wurzeln zum Wasser kommen. Wenn die Wurzeln beim Wasser sind, spielt der Standort nicht so eine Rolle. Das lebt. Und es ist bei uns ähnlich. Wenn wir unsere Wurzeln nach Christus hin ausrichten, dann spielt es nicht so eine Rolle, in welchem Umfeld du bist. Sondern dann kannst du leben, weil du aus Gott heraus lebst. Oder wir selber sind schnell auf das Äußere ausgerichtet. Ja, überleg mal, wie viel Zeit nimmst du dir am Morgen vor dem Spiegel für dein Äußeres? Ist ja voll okay. Nur nimm dir mindestens gleich viel Zeit pro Tag vor Gott für dein Inneres. Oder dass das irgendwo in der Balance drinnen ist. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, dann gilt das, was Psalm 69, 33 sagt. Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf. Ja, viele können sagen ja. Dort, wo wir bei Gott sind, ja, es gibt keinen schöneren Ort. Dort atmet unser Herz auf. Und das ist unser Anteil, dass wir immer wieder zu Gott gehen. Oder David fühlt sich gezogen, ja, er gibt nach. Gott verändert. Wir richten uns einfach nach Gott hin aus. Das heißt aber, dass wir uns immer wieder die Zeit auch nehmen, zur Ruhe kommen. Mach da so eine Uhr. Zeit nehmen, hinhören, in der Ruhe sein und sich nicht überschwemmen lassen von allem anderen. Und so können wir uns den Werten wieder neu bewusst sein, die Gott in unsere Herzen gelegt hat. So gewinnt Gott Einfluss in den Leben. Und in dem Maß, wie Gott dominant ist, in dem Maß wird die Sünde auch nicht mehr stechen können. Ja, es gibt nichts Schöneres, als bei ihm zu sein. Seine Gegenwart erleben, merken, ja, da ist dieser Gott. Und er verändert, er ist da. Und jetzt führt er uns. David sagt im Psalm 27, 8, mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Ah, was ist der Wert von Gott? Gott hat in ihn hineingelegt, suchet mich. Und jetzt sagt David, okay, dann suche ich dich. Immer wieder neu. Das ist der Weg. Weil Gott in uns wohnt, zieht Gott uns zu sich. Und so erleben wir eben das Wachstum. Er verändert uns im Herzen. Er bewirkt, dass wir Gott wohlgefällig leben können. Aber unser Anteil ist, immer wieder neu zu Gott zu kommen. Ich schließe mit Hebräer 13, 9. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ah, super. Oder dort, wo das Herz verändert ist, dort werden wir bewährte Christen. Und wo Menschen bewährt sind, dort ruft man sie gerne in einen Dienst hinein. Weil das sind Leute, die bleiben dran. Auf die ist Verlass, da kann man bauen. Also, Gott gibt seine Werte in uns hinein. Das ist Gottes Anteil. Und wenn wir jetzt diesem inneren Drängen nachgeben und uns die Zeit mit Gott nehmen, werden wir diese Veränderung erleben. Wollen wir neu das wieder tun?
Ja, Herr, ich möchte näher bei dir sein. So eine einfache Aussage. Und Gott sagt so schön, ich bin gerne mit dir zusammen. Lass uns beten. Lass uns hören, was der Geist sagt in unser Herzen hinein. Vater, das ist so ein riesiges Privileg, dass du wirkst, dass du in unsere Herzen Einfluss nimmst, dass du uns veränderst. So viel liegt an dir. Danke dürfen wir das erkennen. Jesus, da wollen wir dir sagen, ja, wir lieben dich auch. Du sagst, wir sollen dich und den Nächsten lieben. Ja, Jesus, wir lieben dich. Und ich möchte selber wieder näher zu dir, näher bei dir sein, von dir her bestimmt sein. Du sagst vielleicht, der ist aber manchmal schwierig. Ich werde so häufig abgelenkt. Aber Gott hat uns doch noch ein Werkzeug gegeben, kommt mir in den Sinn. Da hat doch Gott gesagt, redet in Sprachen, in Zungen, in fremden Sprachen, diese Gebetssprache, die Gott uns gegeben hat. Im 1. Korinther 14, Vers 4 steht, dass Gott uns das Sprachen, das Zungenreden gegeben hat, damit wir mit Gott nahe in die Verbindung kommen können. Hey, dort, wo du selber es nicht schaffst, weil du abgelenkt bist, sprich doch wieder häufiger in fremden Sprachen. Das heißt in Zungen, in dieser Gebetssprache, die Gott gegeben hat. Es wird uns helfen, in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Ja, sogar in diesem Punkt hilft er uns. Heiliger Geist, erinnere uns immer wieder daran, dass du uns ja diese Werkzeuge gegeben hast, dass wir eben gerade in Zungen beten dürfen und du uns mit hinaufnimmst wieder zu dir, dass diese Beziehung wieder da ist. Jesus, gib uns immer wieder neu diese Erlebnisse. Ja, wir sind bei dir und es ist gut bei dir. Vielen Dank. Du bist gut. Ich will bei dir sein. Und das darfst du mitnehmen für dein Leben. Gott ist bei dir. Lass ihm den nötigen Raum.